Jetzt aber wirklich Ballistic Fog. Psycho. Es geht los, wir sind abhängig. Schande. Sofort Addiktol. Oder wirken die Drogen dann nicht mehr? Nein, läuft noch. Los, los, los. Schnell, 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 schnell. Oh, warte mal. Ganz schön buggy. Wir wurden gerade zurückversetzt. An die Front, Mensch. Vorsichtig. Aber das ist ja der direkte Spawn-Bereich, oder? Nicht so gut. Ich will doch nur ein, zwei weghauen und gucken, wie Klopperina sich hier schlägt. Na, na. Irgendwo hochschummeln. Hi. Ja, das ist meine Klopperina, Mensch. Das ist sie. Die kleine Kampfsau, die blutige. Hi. Jawohl, das ist es. Ich wusste es, Mensch. Und jetzt so ein Stealth. Oh Gott, vorsichtig. Wir dürfen nicht getroffen werden. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Wir ballern sie weg. Keine Panik. Vergiss es. Flip 6, 3er Loch. Wir machen euch alle platt. Immer schön zirkeln. Spritze rein. Wir müssen ganz auf Nummer sicher gehen. Yay! Flup, 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 flup. Schön. Weiter. In die Hocke vielleicht auch. Ei, ei, ei. Oh, 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 hier brennt alles. Nicht so gut. Ja, that's what I'm talking about. Nicht, dass hinter mir einer ist. Ihr müsst mir den Rücken decken. Klopperina packt das schon. Jawoll, ja. Katsching, katsching, katsching. Und jetzt noch Maissuppe und alles wäre cool. Nice, nice, nice. Genau so. Ah, 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 ah. Hallo, 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 hallo. Nein, 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 so nicht. Nicht in den Rücken fallen lassen. Da oben, da ist noch einer. Ja, ist halt Klopperina, ne? Und ich fand Klopp. Aber Van de Klopp ist ja quasi auch nur unsere Ersatz-Handmade für die Full Health Daily Ops. Hi. Nice. Oh. Perfektes Timing zum Nachladen. Saugeil. Saugeil. Was hier wieder alles rumliegt, ey. Genau so, die volle Action in Fallout 76. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Weiter, weiter. 1:44, das war noch nicht alles. Ich sollte meine Energie zu mir nehmen. Sehe ich gerade. Lieber spät als nie, ne? Was ist mit Psycho? Ist nicht mehr aktiv. Psycho, jetzt! Randa! Wo sind sie? Oh, hier ist alles voll! Alles voll! Ah, 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 ah! Ah! Es war klar, es musste so kommen. Aber wir wollten nur Klopperina mal ausreizen. Schnell wieder blutig machen mit vergammeltem Essen, bitte. Zack, 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 zack. Hier unten, Fleisch. 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 Die schönen Camp-Buffs sind auch schon weg, aber schon beim vorangegangenen Tod hier. Als ich dachte, dass ich unverwundbar bin. Naja, das ist doch schon mal jedem passiert, oder? Wo sind sie? Da hinten. So, und jetzt wieder Ballistikbock. Oh. Echt ein schönes Event. Hier geht's so ab. Na, haben wir's? Sieht gut aus. Schön. Verdammt doch mal schön. Cool, cool, cool. 150 Kronkorken, Mensch. Also das könnte man ja fast schon richtig als neuen Endgame-Content hier bezeichnen. Mann, Mann, Mann.
Gut, ich mach's kurz diesmal. Flop, alles mitgenommen. Nochmal ärztliche Anweisung, sag ich doch. Das wird das Ding irgendwann wiedersehen. Habt ihr noch was für mich? Ja klar, ey. Doppelschuss, irgendwas. Doppelschuss, doppelläufige Schrotflinte. Vierfach quasi, meine Güte, dass ich das noch erleben kann. Reise Loadout. Jetzt aber wirklich, Mensch, die Cranberries werden schlecht. Na, rüber. Oh nein, ich hab mir was eingefangen. Stimmt, ich trage meine Gasmaske nicht. Was? Ich bin doch... Das stimmt auch gar nicht. Frameshift! Ui, 1053. Ich glaube, wir sollten hier doch nicht die Alles-Mitnehmen-Funktion nutzen. Ich sortiere mal ganz kurz aus, ne? Ja, ein paar Miniguns zu viel im Rucksack. Ja, das waren dann wohl ein paar Miniguns zu viel, aber okay, volle Konzentration. Herstellungsloadout, es geht los. Radio ist doch an, wenn Ego Storche. Und gleich die Gasmaske anziehen, eins nach dem anderen. Besuchertee, zweimal, wegen der Colas, genau da haben wir aufgehört gehabt. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Und nun Priorität Nummer 2, Cranberry-Soße. Was fehlt? Nichts, das gibt's ja nicht. Neunmal. Was fehlt jetzt? Die Cranberries? Nein, der Zucker. Ah, okay, alles klar. Ja, war ich drauf ein bisschen vorbereitet. Wir waren im richtigen Loadout. Ne? Ja, alles cool, das gehört dazu. Ich möchte jetzt tragen meine Gasmaske. Und zwar... Nee, warte mal, stopp. Ich will wieder den Charmeurhut anziehen. Und... Ich bin schon 8-mal vorbei, ne? Gasmaske, ja. Gefangenenhalsring ist noch aktiv. Das lässt er an, natürlich, unter seinem Chemikalienschutzanzug. Und Klamotte, bitte. Bitte, was haben wir getragen gehabt? Westernmantel, ne? Ja, total. Nee, hatten wir nicht, aber sieht trotzdem sehr cool aus. Könnte es aber doch auch gewesen sein. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Ist ja auch nicht so super wichtig. Ganz kurz die Mini-Zuckertour. Flupp die. Warte mal, stopp. Gefängnisausbruch? Nee, Project Paradise. Die wichtigen Sachen haben wir alle schon hergestellt, ne? Oder? Eher haben wir. Und wir haben sogar noch einmal süßer Labrador Post über. Was hat jetzt gefehlt gehabt nochmal für Besuchertier extra? Uno Secundo Palfavor. Alle Getränke, Besuchertee. Nur Nuka Cola. Also ich glaube... die sollten wir uns hier noch schnell zusammenkaufen. Ich hatte mich schon gewundert, Mensch. Das haben wir doch sonst nicht über. Was? Wie bitte? Keine Nuka-Cola. Hunde, jetzt enttäusch mich nicht, bitte. Das macht keinen Schmu-Schmu. Oh mein Gott. Wo kriegen wir denn jetzt eine Cola hier? Hier im Automaten ist nicht zufällig eine. Perfekt. Wunderbar. Die holen wir uns noch. Auf jeden Fall. Aber nun erstmal kurz rüber. Project Paradise. Dann Zucker, dann Cola. Das wird schon. Klopperina Loadout. Wir sind sehr blutig. Wir müssen verdammt aufpassen. Eine Person ist schon am Start. Schon gestartet das Event. Na, hallo? Offensichtlich nicht. Ich sollte das aber auf jeden Fall in der Rüstung spielen. Flop. Ah! Wer war das? Oh nein! Jetzt lief gerade die Zeit ab. Oh, come on. Okay. Hätten wir das auch geklärt. Hier finden wir bestimmt irgendwo eine Cola. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht erwischen lassen. Hier ist doch irgendwo... Hier war doch eine Cafeteria. Das können wir auch gut gebrauchen. Irgendwo müssen wir doch hier eine Nuka-Cola finden. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da, noch ein Mikrofon. Dankeschön. Plastik. Ja, na, hättest du anschmeißen müssen. Ich hätte dir gern geholfen, aber so kann ich natürlich auch nichts dran ändern. Warte mal, stopp, wir müssen doch sowieso ins Wayward. Der gute Shiny, der hat auch für uns wieder eine Runde Gold am Start. Da liegt doch bestimmt auch eine Cola rum. Das ist eine Bar. Guten Abend, Hallöchen, einmal bitte den Whisky. Und dann, wenn du hast, eine Nuka-Cola. Ich kaufe sie dir auch ab.
Du musst doch eine Nuka-Cola haben. Du bist doch... Das ist doch voll ein Witz, oder? Ein ganz übler Witz ist das jetzt gerade. Und hier steht auch keiner rum. Smithy, komm gleich. Auf der Toilette vielleicht? Nee. Was für eine Frechheit. Vielleicht wollt ihr mir die auch nicht verkaufen, weil ich hier gerade mit der Knarre rumlaufe. Mann. Ne? Aber Cola ist auch wichtig. Weißt du, ich habe einen Labrador-Porsche hinten drin. Ne? Der wird auch schlecht irgendwann. Das ist nicht gut. Das ist sehr aufwendig, den herzustellen. Hi. Nächste Woche kriege ich neue. Ey, come on. Du bist noch nicht zurückgeschalten. In 10 Minuten. 18 Uhr, oder? Ey. Okay, alles cool. Wir kommen in 10 Minuten wieder. Was für ein Reinfall. Also ich habe das Wayward besser in Erinnerung. Hier, Cola-Umschlagplatz Nummer 1. Hier muss es doch eine Cola für mich geben. Irgendwo hier auf dem ganzen Gelände. Nuka-Cola, das verspricht schon das Schild. Wir werden Glück haben. Ich kann es förmlich spüren. Irgendwo liegt ja eine Cola rum. Vielleicht schon im Müll. Nee. Wenn nicht, müssen wir reingehen. Irgendeine ganz stinknormale Cola. Hast du Cola für mich? Rücke die Cola raus! Nee, leider nicht, ne? Na, ein Glück gibt es hier kein Gesinnungssystem. Das wäre ja was. So, hier hätten wir schon mal eine Cherie-Cola. Aber die brauche ich nicht. Ich brauche eine normale Cola. Eingang war... Eieieiei. Odyssey Cola. Aber was muss, das muss. Man könnte natürlich jetzt auch die anderen Händler abklappern. Ich würde die gerne selber herstellen können. So mit diesem Automaten, den man in Fallout 4 bekommt. Wenn man den Nuka World DLC installiert hat. Ne? Da konnte man dann selber Colas kredenzen. Also, Cola, komm schon. Nur rück die Cola schon raus. Katsching! Na. Jetzt nicht übermütig werden, wir tragen keine Rüstung. Da ist alles voll mit Colas, aber nicht die richtigen. Es sind die schön leuchtenden Nuka-Cola-Cheries, aber die brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen eine ganz stinknormale Cola ohne extra Geschmack. Nein. Und hier in der Leitwarte haben sie gesoffen, wa? Aber wie, ey? Aber wie? Naja. Das ist gar nicht mal so weit entfernt. Und zwar habe ich mal in einer Tabakaufbereitungsfabrik habe ich ein Schülerpraktikum gemacht gehabt. Und also kurz bevor ich da mein Praktikum angefangen hatte, gab es da in der Firma noch einen Bierautomaten. Das ist kein Witz. Das war vollkommen legitim und das war 2004 war das. Das ist schon krass gewesen. Ja, aber die Praktikanten vor mir haben damit Schabernack angestellt und generell war es dann doch nicht so gerne gesehen, wenn da Mitarbeiter ein Bierchen während der Arbeitszeit gezückt haben oder weggezockt haben. Und deswegen haben sie die dann abgeschafft. Aber irgendwie lustig. Hey, vergiss das, Mensch. Wir finden unsere Colas. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Gut, eine Quantum würde ich auch mitnehmen. Das war eigentlich gar nicht mal so verkehrt mit der Quantum auf der Schnellwahltaste. Vorhin, in einer der vorangegangenen Folgen, beim Räumungsbescheid. Ey, es ist so wohl. Hier auch nicht, nein. Das Spiel weiß, was wir suchen. Und will uns so ein bisschen auf die Probe... Ah! Probe stellen! Auf die Probe stellen. Oh, jetzt ist aber langsam genug, ne? Ein ganzes Cola-Werk ohne Cola. Honig, aber keine Honigwabe. Frechheit, was für eine Frechheit. Wir klappern gleich die Händler ab. Und zwar mega zusammengeschnitten. Das hält man auch hier nicht aus. Ja, das machen wir jetzt, ne? Die Cola, Mensch, die nehme ich. Gut, einmal bitte zum nächsten Händler. Und zwar nicht den vor unserer Haustür, sondern den anderen. Hier hinten. Sutton, gute Idee. Ach ja, stimmt. Hier könnte ja auch noch Sahne stehen. Wir haben Glück, Mensch. Wunderbar. Und jetzt noch eine Cola. Komm, enttäusch uns nicht. Du lieber Roboter, du. Hi. Na du, wie geht's dir? Nuka Cola.
nein. Aber Whisky ohne Ende. Zumindest wissen wir jetzt, wo wir Whisky herbekommen. Warum hast du denn jetzt bitte Duches, ihren Drink hier? Das ist ja mysteriös. Na gut, nächster Roboterhändler. Morgentown, oh Morgentown. Wir setzen alles auf dich jetzt. Bitte, bitte, lass unser Leid ein Ende haben. Nuka-Cola, ich nehme den ganzen Batzen mit. Ich lagere die auch ein. Die werden immer wichtiger, die normalen Nuka-Colas. Und Patronen, Mensch. Ein grüner Koffer der Schande. Aber wir können mit der Muni was anfangen. Cool. Die schnellste Mini-Zuckertour aller Zeiten. Jetzt. Na, ihr Maulwurfsratten, was los? Die sind aber schnell eskaliert, wa? Gut. Wenigstens stimmt die Lichtstimmung. Renne, renne, renne. Wir haben noch keine Zeit. Die letzten beiden Cranberries werden schlecht. Schwarzbrenner. Ja, genau. Ja, genau. Natürlich. Aber die Muni stimmt zumindest. Komm schon. Ich sag ja, das ist nur die ganz kurze Mini-Zuckertour. So schnell wie möglich. Speedrun. Stellt euch oben rechts jetzt so einen Timer einfach vor. Kommt schon. Los, los, los. Hier müssen wir abkürzen. Hier ein bisschen rumglitschen, im Kreis drehen, ne? Damit RNG hinhaut und so. Weiter, weiter, schneller, schneller. Das Ruckeln ausnutzen, genau. So machen das die Profis. Und ja, da sind schon die nächsten. Jetzt können wir ein paar Spenden vorlesen, wenn wir wollen. Ja, danke schön, thank you. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher aus. Hallo, Mantels brauchen wir nicht. Ich würde so gerne Psycho-Ted selber herstellen. Aber ich glaube, da geht's nicht nur mir so. Dankeschön, wir wollten wirklich nur die ganz kleine Minitour machen. Da hinten. Das letzte bisschen Schnappriert. Und dann rüber zur Schwarzbrennersause. Mit Rüstung. Ja, natürlich mit Rüstung. Ich hoffe, die Kerne stimmen noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Und dann Ballistikbock. Und jede Menge Psycho. Ja, wir müssen noch ein bisschen mehr verstrahlen. Nein, wir können jetzt nicht. Bitte. Bitte macht mir meine Schnellreise nicht kaputt. So, Fleisch. Fleisch, 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 Fleisch. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Klopperina Loadout. Rüber. Vor einer Minute. Wir sind Fünfter. Ist eine gute Platzierung. Save the Animals. Hello. Und da sind wir auch schon. Ballistic Bomb. Psycho. Was? Ich schwöre euch, ich habe nicht E gedrückt. Es muss der Ballistic Bomb sein. So ein Bier lässt mich persönlich auch immer ausflippen. Zack. Es kann losgehen. Haben wir noch ein bisschen Wasser oder so? Einfach nur Wasser. Und irgendwas. Oh. Naja. Naja. Aber danach kommt noch das Abkochen. Da sind wir ein bisschen im Camp beschäftigt. Es wäre eine Verschwendung jetzt hier, ne? Wasser haben wir genug. Ja, es wäre eine Verschwendung, wenn wir jetzt den Besuchertee trinken würden. Ich habe aber auch nichts anderes zu essen, wa? Schon ungünstig. Fieberblüten bringen die Essen ja 2%. Ist okay, ist in Ordnung. Ja, genau, Gift, Mensch. Ihr wollt ja ein bisschen Gift herstellen. Euer Gift-Buff-Getränk. Und da wollen wir euch natürlich unterstützen, Köpfchen. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Aber andersherum fehlen mir gerade hier enorm die AP. Wir trinken doch einen... Ah! Wir trinken hier doch einen... Einen Besuchertee. Doch, doch, ist in Ordnung. Wir stellen ja gleich... Noch ein her. Zack. AP to the max. Hält ja auch eine Stunde an. Und hier brennt mal wieder die Luft. Alles voll mit üblen Schlingern und Wassermolchen. Hä? Aber wir haben es ja fast geschafft, Mensch. Wir sind fast wieder am Limit. Gib mir dein Gift. Da ist es. Na, wo ist noch einer hier? Finger weg von den Destillen, ihr Schlawiner, ihr. Gift? Nein.
Aber wir haben auch einmal Gift. Das sollten wir abgeben. Oh, schon durch. Ich will es trotzdem abgeben. Geht nicht mehr, ne? Und nun kommt der Endfight. Endgame.